Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einbrechersimulator. Leute, in der letzten Folge sind wir zum ersten Mal in die brandneuen Luxushäuser eingebrochen, haben auch schon ein bisschen was geklaut. Unser aktueller Auftrag ist, stiehl den Koffer Surplus aus der 701. Das ist wie gesagt eines der neuen Luxushäuser und dann würde ich sagen, fahren wir direkt hin. Denn wir müssen auf jeden Fall die ganzen Aufträge abschließen, um ein neues Einbrecher-Gadget zu bekommen. Das habt ihr mir nämlich in die Kommentare geschrieben, dass man erstmal, oh, die goldenen Höhen, da leben die Reichen und schön, dass man die alle abschließen muss, bevor man dieses neue Hacker-Device oder so bekommt. Ich zeige euch das gleich mal. Falls ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr auf jeden Fall, wovon ich rede, denn man konnte irgendwie nicht überall rein. Entschuldigung. Alter, die hätte ich fast überfahren. Ich habe auch einfach nur gebremst. Aber der Wagen ist plötzlich schlingert. Warte mal, der ist jetzt relativ weit links. Ja, vielleicht sollte ich dann doch eher da hinten einbrechen. Aber guck mal, hier, das meinte ich, dieses Entschlüsselungswerkzeug. Das habe ich noch nicht. Oh, jetzt bin ich natürlich aber auch super weit links. Egal, wir probieren es einfach mal. Falls ich jetzt gleich, und das werde ich wahrscheinlich, ein, zwei Mal faile, dann gehe ich auf jeden Fall woanders rein. Warte mal, hier konnten wir doch hoch. Weil ich weiß, bei unserem ersten Einbruch sind wir ganz, ganz links rein. Aber das ist auch egal. Ist hier irgendjemand? Nö. Gib mir mein Hacker-Device. Bam, bam, bam. Speedrun. Oh. Alter, das war schnell. Ich glaube, hier bin ich auch relativ safe. Ich glaube, hier drin ist ein Auto. Schlüsselkarte. Werkstatt. Die wäre vielleicht ganz geil. Sehen wir ihn? Nee. Die Schlüsselkarte sehen wir nicht. So, lass uns jetzt mal, wir müssen, da wo der gelbe Stern ist, da müssen wir hin. Ja, ganz langsam aufknacken das Ding. Okay, und einmal schlagen. Ah, guck mal, den haben wir zum Beispiel schon entdeckt. So ist der, oh, die Frau. Die Frau, ich will, warte, markieren. Okay, dann sehen wir wieder die ganzen Leute. Ah, das wird nicht einfach. Das wird definitiv nicht einfach, an denen allen vorbeizukommen. Ja, sie sitzt da aber auch. Sieht der doch, sie muss mich sehen. Oder? Es ist halt dunkel. Junge, die hat doch keine Fledermausaugen. Was ist das? Oh, das ist gefährlich hier. Aber das Gute ist, sie hat tatsächlich keine Fledermausaugen. Das ist unser großer Vorteil. Hier kommen wir nicht rein. Keine Fledermaus. Ja gut, aber wie komme ich denn jetzt hier rüber? Ja, wir müssen ins Haus. Naja, wir kommen nur im Haus. Oh, warte mal, aber das ist direkt. Da oben ist der Koffer. Ja, ja, ja. Geh mal da deine Runde. Easy. Dann müssen wir nur hier einbrechen. Sie checkt sowieso gar nichts. Ja, toll, aber ich komme hier nicht rein. Wie soll ich denn rein ins Haus? Das würde mich jetzt aber mal ganz stark interessieren. Von der anderen Seite. Das bedeutet, da muss es noch einen anderen Weg geben. Oh, sie ist... Ja, okay. Ich bin jetzt hier erstmal komplett alleine. Bin ich nämlich nicht. Da kommt nämlich ein anderer Typ. Der wird mich wahrscheinlich... Was? Wer hat mich denn hier gesehen? Du setzt dich da vorne jetzt einfach nur hin. Okay, warte mal. Jetzt sind wir sowieso gebastelt worden. Jetzt können wir hier... Hier kann man unten noch längs. Aber das bringt auch nichts. Ja, ah! Du hast mich ein bisschen erschreckt, Brudi. Ich gucke gleich einfach mein anderes YouTube-Video. Das mache ich. Ich bin nicht doof. Ja, warte, aber warte. Ich kann das so machen, dass ihr kurz mitgucken könnt. Warte mal, hier. So, jetzt gucke ich hier mal kurz durch. Hopp. Aha, da bin ich rüber. Schingling-Ding kaufen. Da. Sei denn. Hopp. Wir müssen jetzt erstmal. Ja, sehr gut. Hier an der Ecke gibt es einen Sprung. Vielleicht wurde der aber auch schon korrigiert. Vielleicht habe ich da sogar einen Bug ausgenutzt. Das werden wir gleich sehen. Denn es gab ein paar Patches. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und zwar war das hier. Nee, gibt's noch. Wartet. Ja, geht noch. Easy. Ist kein Bug. Ach, komm! Ja, okay, okay. Aber wir wissen, hier kommen wir dann rein. Ja, ja, komm. Ihr bastelt mich. Ja, ihr müsst mich jetzt schon festnehmen. So, ich packe jetzt nämlich sowieso noch mal um. Weil wenn wir von da aus, obwohl... Nee, nee, ich glaube, ich bleib hier sogar parken. Weil der Fluchtweg... Der geht, glaube ich, wahrscheinlich dann hier längs. So, wo ist denn diese Kam? Ah ja, okay. Da bin ich... Wie habe ich es geschafft, da rein? Ah, du drehst dich. Ah, okay. Du bist ja eine ganz miese Nummer. Okay, aber ich muss ja nur warten, bis du hier so rüber gehst.
Dann mache ich einen kleinen Jump. Dann mache ich hier ein bisschen. Zack. Oh ja, sehr gut. Der erste ist aber ordentlich tief drin. Ja, geht aber trotzdem auf, das Ding. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil ich habe keinen blassen Schimmer, wo hier die Leute sind. Es wäre echt cool, wenn wir einmal jemanden scannen könnten. Ich werde doch hier gleich wieder gecatcht. Ich habe das schon längst wieder vergessen, wo hier die Alarmdinge links sind. Ah ja, da ist einer. Aber ich würde ganz gerne eine Person sehen. Ja. Okay. Ja, wir mussten hier längs. Nein, du siehst mich nicht. Ich bin noch hier drunter. Es ist Nacht. Bitte nicht, Brudi. Oh, Alter, warum sind denn hier plötzlich so viele? Das ist ja richtig lästig. Ich glaube, der Balken schützt mich gerade. Dreh dich bitte um. Dreh dich. Jawohl. Also die Nacht ist echt unser Freund. Klar, hier. Oh, hier bin ich jetzt natürlich auf dem Präsentierteller. Okay. Easy, easy, easy. Wir sind schon mal hier vorne. Das ist ein großer Step. Könnten wir vielleicht da unten längs? Oder war da eine Sackgasse? Vermutlich eine Sackgasse. An dem komme ich auf jeden Fall nicht vorbei. Ich probiere nochmal. Ah ja, doch, hier kann man hoch. Hier können wir hoch. Zack. Okay, alles. Nein, sie kommt. Vielleicht kann ich hier nochmal hoch. Hier, geh hier hoch. Kletter. Jawohl. Du kleiner Kletter, Max. Okay, alles gut. Alles gut. Sie macht ein kleines Nickerchen. Das ist super. Da. Oh Gott. Ja. Gehen wir drunter durch. Müssen nur hier nach oben. Wo ist er? Er ist direkt unter uns. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Handy. Nochmal ein Supreme Hoodie. Eine Cap. Boah Gott, ich bin nervös. Nein, ich kann die Leute nicht mehr sehen, weil sich das gerade geswitcht hat. Ja, hier nochmal Supreme Hoodie. Warum sag ich dazu immer Hoodie? Als ob. Das ist was, was man tragen muss. Ihr wollt mich doch verarschen, okay. Und ich sehe nichts mehr. Das ist gerade so unfassbar riskant. Ist da unten jemand? Nee. Alles ist gut. Wir sind noch im Game. Ganz leise. Okay, hier ist auch niemand. Warte mal. Kann ich dich ganz kurz ablegen? Genau, und dann einmal. Jawohl. Okay. Koffer wieder nehmen. In meiner Nähe, da schläft die Frau. Er geht jetzt dahin. Die Frage ist. Nee. Warte, alles gut. Hopp. Ich habe zwar einen Mieter gehört, aber wir sind jetzt schon mal hier unten. Gott, wir sind so unfassbar langsam. Ja, warte mal, ich muss den Koffer da ja rüberschmeißen. Schaffe ich das denn? Komme ich da überhaupt wieder raus? Ich hoffe einfach dadurch, dass ich von der anderen Seite komme. Alter, wo gehst du hin? Digi, was soll denn das? Warte. Komme ich nicht hier einfach raus? Zack. Und runter. Oh, okay, kurzer Beinbruch. Aber wir sind draußen. Ich wiederhole, wir sind draußen. Draußen ist auch niemand, der uns gefährlich werden kann, weil unser Auto steht da hinten. Ich habe hier nichts von euch. Jetzt muss ich hier mitten in der Stadt, laufe ich rum. Ja, schöner Tag. Ja, ich gehe mit meinem teuren Supreme-Koffer durch die Gegend. Sowas gibt's ja wirklich, ne? Der kostet, glaube ich, auch so 5000 Euro. Die hatten mal so eine Collaboration, glaube ich, mit Remova. Nein, da vorne kommen Menschen. Bitte, pack's rein. Nee, öffne. Genau. Rein ins Auto. Sie haben nichts gesehen. Ich bin nur, ich habe mich hier verfahren. Wo geht's denn hier? Wo geht's hier zu McDonald's? Ja, ach, hier längs. Okay, dankeschön. Ins Versteck, bitte. Oh Gott. Jawohl. Und ein bisschen haben wir auch noch. Weißer Hut. Ja. Aber warum denn nur ein Diebesrating von B? War doch gut. Dann würde ich doch mal gerne den verkaufen. Ich bin jetzt neugierig, warte mal. Supreme Remover. Alter, was? Also der Koffer kostet 5.800 Euro. Ach, warte mal, wir können auch bei StockX gucken. Da zuletzt verkauft für 3.200. Aber es gibt noch so eine Tasche, die kostet bei Farfetch 26.000 Euro von Supreme. Seht ihr das? Junge, das ist doch krank. Soll jeder das kaufen, worauf er Bock hat? Ich verkaufe jetzt erstmal... Oh, den... Oh ja, für 8.400 Euro. Dollar.
geiles Ding. Auftrag, verdiene dir den Ruf eines Luxusdiebes. Verkaufe Luxusbeute 0 von 100. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt so viel Luxuskram verkaufen. Die Frage ist, ist das denn hier mit drin? Nee, Antiquitäten? Weil ich habe ja schon Sachen. Ah, warte mal, kann ich die denn? Lass mich das mal testen. Wir fahren mal zum Pfandleiher. Weil der kauft ja im Normalfall Pfandhaus fast alles. Moin! Das Welcome. Geht. Ja, moin, Welcome. Genau, jetzt habe ich dieses T-Shirt. Und das gibt 3 Punkte. Junge, what? Ja, ich habe jetzt nochmal hier. Weißer Hut. Ja gut, das sind alles keine Luxussachen. Das nochmal 3. Ein Server. Easy, ein Drucker. Okay, wir haben jetzt 12 Punkte. Das bedeutet, wir müssen jetzt echt in die Dinge einsteigen. Aber das ist gut, weil wir können in das eine Haus. Obwohl die Frage ist, ob da viel zu holen ist. Wir testen das mal aus, weil die Route ist eigentlich geil. Und stimmt, es gibt ja auch noch die anderen Häuser. Es ist mir ja nicht verboten, noch in die anderen Häuser zu gehen. Aber wir müssen echt viel klauen. So, weil hier komme ich ja easy rein. Hopp. Genau, gehen wir wieder zurück. Das Problem ist, glaube ich, dass hier ist auch nichts markiert. Und ich brauche ja schon die dicken Dinger. Und damit meine ich nicht Manuels Mutter. Weil hier ist... Ja. Hier gibt es gar nichts zu holen. Oh, warte, hier geht's nach oben. Was ist denn hier? Ach, komm, immer dieses... Was wird es hier geben? Ja, hier ist... Da geht was. Aber ich komme da halt nicht rein. Oh, und da wäre ich beinahe in eine Falle getappt. Ja, ich schätze mal, dass wir dieses Entschlüsselungswerkzeug bekommen, nachdem wir diese 100 Luxuspunkte haben. Ich glaube, ich werde mit dem Auto woanders hin. Weil ich muss sagen, dieser Spot, moin, der ist echt nicht so geil. Also habe ich zumindest das Gefühl, obwohl hier ist gerade, Junge, warum ist hier aktuell niemand? Seht ihr das? Oh, hier easy going. Ich darf halt nicht sprinten. Okay, hier ist was Krasses. Eine Jacke. Hier gehe ich nach oben. Chillig. So, warte mal, dann werden wir mal gucken, dass wir bei ihr jetzt fett absahen. Na Mist, den kann man leider... Warte mal, den könnte ich in die Hand nehmen. Was? Von ihr? Ja. Okay. Dann gehen wir... Dann sind wir ein bisschen leiser. Ah, hier können wir uns verstecken. Das ist schon mal gut zu wissen. Guck mal. Aber den kann man nur tragen. Hier, das sind... Zack. Einfach nur die Luxusgegenstände. Parfüm Jack Ford. Gibt auch 3 Luxus-Wrap. Gut, wir können nach hier unten, weil sie pennt. Ich hoffe, sie schläft noch lange. Auch nochmal 3. Okay, sie schläft da. In den Raum kann ich nicht. Hier ist noch eine Mütze. Ein Shirt. Parfum. Und wir sind voll. Dann nehmen wir eins von diesen dicken Dingern mit, die man tragen muss. So, warte mal. Der gibt 8. Und das... Oh Gott, es wird Tag. Und das... 22! Junge, was? Das ist ja mal was ganz Saftiges. Und... rüber. Okay. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Da gehen nämlich gerade Leute an unserem Auto vorbei. Sogar 2 Stück. Alter, das könnte eine richtig fette Beute werden. Oh, warum guckt ihr nach... Ihr geht doch nicht hier rein. Nee, die drehen um. Saftig. Ah, das ist geil. Komm, mach bitte den Kofferraum auf. Pack rein. Okay. Das muss auf jeden Fall gesichert werden. Weil den Einbruch können wir an sich nochmal replizieren. Das würde überhaupt kein Problem sein. Wollen wir direkt zum... Ah ne, warte mal. Ich gehe erstmal ins Versteck. Weil manchmal kann man ja auch Antiquitäten und so weiter. Das war ein A. S aus. Oh, S ist das Beste. So. Neue Hinweise verfügbar oder was? Ah ja, guck mal. Ah, für die anderen Häuser. Na, ich will das. Das Haus ist das geilste, Mann. Aber bei den Kochs, da, die McMilligans, die Duncans. Junge, das... Oh, guck dir das Haus an. Oder das. Die sind auf jeden Fall heftig. So, Antiquitäten haben wir hier irgendwas? Nee. Also es sind echt alles Sachen. Kunst vielleicht? Nee. Gehen wir zum Pfandhaus. Kann es sein, dass wir auch schon übertrieben viel Kohle gemacht haben? Also 10.000 mindestens. Und das welcome. Wird jetzt ordentlich was bringen. Ja, welcome. Moin. Zack, Alter. Die Jacke, weißer Hut, ein Parfüm von Jack Ford. Ah, es soll wahrscheinlich Tom Ford sein. Oh ja.
Das war geil. Haben wir über 50? Oh ja, 55. Das finde ich geil. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder nachts rein, oder? Also ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich wieder schlafe. Weil da war ja noch diese andere Skulptur. Ja, tagsüber ist, glaube ich, zu gefährlich. Also ja, ich wollte im Auto schlafen. Bis... Boah, ich weiß nicht. Ich weiß tatsächlich nicht. Wir schlafen mal bis 1 Uhr. Oh, das war ja... Oh, was ist da jetzt los? Warum sind da vorne so viele Leute? Obwohl, da dürfen sie ja ruhig sein. Nervig ist es, wenn sie im Haus sind. Und die Frau soll ja schön schlafen. Ja, aber da ist jemand in der Nähe der Frau. Junge, da sind auch mega viele Leute hier vorne, oder? Egal, wir haben es einmal geschafft. Wir schaffen es auch ein zweites Mal. Ich muss auch sagen, heute läuft es ganz gut mit dem Nicht-Erwischt-Werden, oder? Also, toi, toi, toi. Aber bis dato wurden wir echt wenig gecatcht. Aber das wird jetzt risikoreich. So, hier einmal hoch. Oh, es ist sogar Vollmond. Habt ihr gesehen? Der hätte mich... Ah! Geht er irgendwie nach oben? Einmal, wir gehen nach oben. Er legt sich einfach dazu. Okay, chillig. Viel Spaß euch Süßen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist denn hier noch übrig? Hat bis dato auch niemand gemerkt, dass irgendwie das halbe Haus leer geräumt wurde. Warte mal, da vorne ist doch wieder was. Hier ist doch noch so eine dicke Skulptur. Ja, ja, guck mal. Aber die gibt nur 7 Luxus-Wrap. Und obwohl sie getragen werden muss. Ich gehe jetzt hier nochmal nach oben. Vielleicht ist da noch irgendwas. Weil hier hatten wir den einen Koffer her. Nee, hier ist eine Cap. Die nehme ich mit. Skulptur. Die ist aber... Das Ding ist, die ist relativ schwer und gibt wenig Wrap. Ist irgendjemand in meiner Nähe? Nee, aber der eine Typ ist schon wieder aufgestanden. Das feiere ich gar nicht. Smartphone interessiert uns nicht. Skulptur. Das sind alles super schwere Skulpturen. Und die geben alle auch immer nur 3 Wrap. Aber ich nehme jetzt erstmal, ich nehme ja am Ende mit, was ich kriegen kann. Hier ist nochmal was. Das könnte doch was wert sein. Nochmal 22 wäre halt so mies geil. Aber das ist auch nur ein 7er Wrap. Oh, hier, warte. Hoodie. Hier im Wohnzimmer. Dicker Fernseher. Laptop, ja, bringt nichts Luxusmäßige. Hier ist noch was? Nee. Ah, nochmal. Die sind gut. 3 Kilo und 3 Wrap. Wir müssen hier aber bald raus. Naja, ich kann sowieso nichts mehr tragen. Deswegen sollten wir nach oben die dicke Statue mitnehmen. Und dann verschwinden. Draußen ist auch nichts auf den Liegen. Okay, dann lass uns das Ding hier mitnehmen. Was auch immer das sein soll. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, und der Weg ist auch da vorne übertriebenst frei. Können wir uns auf jeden Fall merken, 1 Uhr ist eine richtig gute Zeit. Guck mal hier ist jetzt gerade niemand. Ich kann hier perfekt runter. Zack. Man könnte vielleicht sogar das Auto noch voller machen, aber das will ich jetzt nicht riskieren. Let's go, Paletto. Einmal ablegen. Auf das Ding. Hallo? Pack das rein. Pack das rein. Ja. Sehr gut. Kurz kleinen Panikanfall bekommen. Und diesmal fahren wir direkt zum Junkyard-Typen. Nicht Junkyard, sondern Pfandhaus. Wunderbar. Ab zum Pfandhaus. Ja, jetzt gibt's hier so langsam kaum noch was, ne? Boah, Alter, was da alles mitgenommen wurde. Moin. Welcome. Guten Tag, ja, welcome. Hier einmal das. Hier ein bisschen Skulptur. Deren Haus ist bald leer. Die merken es aber scheinbar nicht. So, noch ein kleines Parfum. Und wir sind bei 81. Ey, es sind nur noch 19 Punkte. Das muss doch möglich sein. Aber so Kleinigkeiten sind da nicht mehr so viel. Und wenn wir auf der rechten Seite einbrechen... Nee, ich finde eigentlich so dieses 1 Uhr... Das ist auf der Seite schon perfekt. Wir werden auch auf jeden Fall in der nächsten Folge die anderen Dinger angehen. Ach so, warte, ich wollte ja schlafen. Einsteigen. Ja, im Auto schlafen bis 1 Uhr. Das war gut. Der Anfang ist so ein bisschen problematisch, weil relativ viele Leute da chillen. Auf dem, was war das, Tennisfeld. Aber sobald man da vorbei ist, ist da nur noch die Frau mit ihrem Mann. Da wurde es auch noch mal ein bisschen enger. Aber ansonsten lief es richtig gut. Ich wüsste gern, wo dieser Autoschlüssel ist. Weil das Auto gibt, glaube ich, richtig viel Kohle. Und es würde, glaube ich, auch richtig viel so Rap geben. Aber hey, wir brauchen nur noch 19. Ja, einfach hier vorbei.
Kein Problem, niemand sieht Palermo, denn er ist unsichtbar. Die arme Frau, jede Nacht legt sie sich hin und ihr Haus wird einfach von Tag zu Tag leerer. Soll sie halt ein bisschen besser auf ihren Kram aufpassen. Jetzt kommt der Typ da wieder und legt sich ebenfalls hin. Irgendwas legt er da noch raus. Das letzte Mal hat er sich mit hingelegt. Oh, da ist noch eine Cappy. Aber das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Hat er die gerade genommen? Der teure Schwarz. Ah, okay. Warte mal, leg dich mal hin. Ich würde ganz gern diesen teuren schwarzen Hut. Oh, seit wann steht ihr denn auf? Gut, aber das gibt mir trotzdem die Möglichkeit, gleich den Hut zu klauen. Gehst du bitte auch? Hallo? Ja. Sehr nice. Oh ja. Dich hole ich mir. Achso, jetzt schläft er. Okay, aber er hat auch die Tür zugemacht. Aber wenn ich ganz leise bin. Okay. Jawohl. 7 Rap. Was ist das hier? Das ist nur 3. Kann ich den in die Tasche packen? Ja. Sehr gut. Die hier auch nochmal 3. Das ist sehr gut. Ganz leise wieder schließen. Die Frage ist natürlich, und das könnte das große Problem werden, checkt er seine Sachen? Warte mal, das ist auch nochmal 17. Ich könnte mit viel Glück, könnte ich jetzt schon genug haben. Ich habe jetzt nicht großartig nachgerechnet, aber das waren doch jetzt so viele geile Sachen. Drücken einfach mal die Daumen. Oh, wir sind so unfassbar langsam, aber wenn ich aufstehe, bin ich unfassbar laut. Und dann hört mich der Typ zu 100%. Okay, ich sollte safe sein. Sprinten. Oh! Jetzt. Und? Jawohl. Okay, weiter sprinten. Die Leute da hinten dürfen sich jetzt gleich nicht schon umdrehen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir heute schon die 100 Punkte uns gönnen. So, rein damit. Und los. Ich hoffe einfach mal, dass das Ding hier nicht rausfällt. Nee, es ist bombenfest. Wunderbar. Let's go. Komm. Nicht zum Versteck. Pfandhaus. Aber war auch gut. 4 Sachen. Doch, das könnten. Dürfte das nicht klappen? Bitte. 4 Sachen. Doch, und im Durchschnitt 4 Sachen? Die geben doch im Durchschnitt. Moin. Welcome. So. Ja, welcome. Okay, der gibt 7. Geil. Nochmal 7. Das sind schon 14. Doch, das müsste reichen. Jawohl! Und jetzt kaufe die Universal-Fensterfernbedienung. Ah, guck mal hier, magnetischer Schlüsselkartenduplikator. Ah, warte, aber das hier sind Entschlüsselungswerkzeuge? Universal-Fensterbedienung. Ja, wunderbar. Oh, guck mal, was braucht man da? 300 Rap. Ja, kaufe ich. Geiles Ding. Und was kann ich damit machen? Auftrag, rüste die Fernbedienung aus und öffne das Testfenster. Da, Universal-Fensterfernbedienung. Und jetzt? Fenster? Aber hier ist dieser Stern. Oh. Achso, ja, ich habe es jetzt geschafft. Stiehle den Bronzedolch aus dem Keller von 703. Geiles Ding, wir haben ein neues Haus. Ah, wahrscheinlich sind wir in die anderen Häuser, wären wir auch noch gar nicht reingekommen, ohne dieses Ding hier. Aber es gibt viele neue Hacker-Werkzeuge. Insgesamt sogar noch 2 weitere, die wir jetzt noch freischalten müssen. Und zwar für 60.000 Entschlüsselungswerkzeug, für 70.000 den magnetischen Schlüsselkartenduplikator und der Hacking Laptop Pro? Nee, den haben wir schon, aber die beiden fehlen noch. Ja, brauchen wir nur 130.000. Easy. So Leute, das war's mit einer neuen Folge vom Einbrecher-Simulator. Wir haben heute ordentlich geklaut. Wenn es euch gefallen hat, schallert gerne den Like rein. Hier sind jetzt noch weitere Videos von mir, der Team Paluten-Kanal. Schaut gerne vorbei, wie immer. Guckt auch gerne auf paluten.shop für Mini-Paluten und vieles mehr. Leute, vielen Dank fürs Zusehen und habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.